Hier ist die Petra von Stempel dich bunt und ich habe dir heute eine Kartenidee mitgebracht. Ja, und die ist etwas ungewöhnlich für mich, total reduziert und zurückgenommen und das gefällt mir super, super gut. Die habe ich jetzt gemacht mit der neuen Incolor Wilder Weizen und ja, die neuen Incolor, das sind für mich so Farben, die ich glaube ich oft eher so im Hintergrund sehe. Vielleicht Boho-Blau und Malve eher nicht so, aber die anderen, die sind so neutral, dass die irgendwie ein bisschen dezenter auch sein können in meiner Welt oder meinen Augen. Und deswegen hatte ich die Idee, da mal so eine Karte mitzumachen. Und ich habe dafür ein Produktpaket und ein Stempelset benutzt, bei dem ich auch finde, dass das wahnsinnig gut zusammengeht. Und zwar ist das einmal das Produktpaket Wunderschöne Werke. Das ist total flexibel nutzbar. Ich finde, man kann das auch schön nutzen für eine Trauerkarte, auch wenn jetzt kein entsprechender Spruch darin ist. Gefällt mir das aber echt gut und besonders schön finde ich die Stanzformen, die dabei sind. Die zwei, die ich noch benutzt habe, die habe ich noch hier in der Hand. Das ist nämlich, finde ich, so eine richtig coole Stanzform. Die macht hier oben diesen Rand, als hätte man das Blatt aus so einem College-Block rausgerissen sozusagen. Und die andere, die macht halt unten hier auch so einen gerissenen Rand. Das finde ich auch sehr schön. Aber eben vor allen Dingen oben die mit der Perforation und diesen Nasen, die finde ich richtig toll. Und deswegen habe ich das hier auch gleich gemacht. Und die ist lang genug, dass man die also längs und auch quer benutzen kann. Also das finde ich richtig super. Gefällt mir also sehr, sehr gut. Und deswegen wollte ich das gerne einmal ausprobieren oder benutzen. Und was ich auch richtig schön finde im neuen Jahreskatalog, ist dieses Stempelset gut getippt. Ja, und die passen für mich richtig gut zusammen. Und deswegen wollte ich eben eine Karte machen mit den beiden Sets. Ich habe die kleine Büroklammer, die sehe ich jetzt erst. Mal gucken, vielleicht stempel ich die gleich noch. Ja, und da kommt also die Schreibmaschine her und dieses für dich. Und auch der Text, dachte ich, schreibe dir mal wieder. Finde ich, ist eine ganz schöne Karte für zwischendurch. Ja, und wie ich die gemacht habe, das zeige ich dir jetzt. Die ist im Grunde sehr einfach gehalten. Du brauchst eine Grundkarte. Die habe ich hier in Flüsterweiß extra stark genommen. 14,85 mal 21 cm gefalzt bei 10,5. Und dann habe ich mir einen Aufleger geschnitten, 10 cm breit und ebenfalls 14,85 cm lang. Ich habe den also genauso lang geschnitten wie die Karte, damit ich jetzt Platz habe, um das auszustanzen. Und jetzt fange ich an und stanze an der einen Seite diese Nasen und die Stanzform, die hat auf der einen Seite die Perforation und eben auf der anderen Seite diese Aussparung. Die Aussparung, die müssen immer nach oben, also hin zu der Kante, ja, weg von der Mitte sozusagen. Die Perforation ist im Papierinneren. Sonst ist es falsch rum. So, dann lege ich das einfach bündig zur Papierkante an die Stanzform und kurbel das dann jetzt einmal so durch die Stanzmaschine. So, und wenn das da rauskommt, sieht das dann so aus und dann kann man eben diesen Teil aus den Nasen rausmachen und somit hat man dann wie diese rausgetrennte Seite. Super cool. Und dann nehme ich die andere Stanzform für diese gerissene Kante unten und stanze eben hier unten noch das Papier ab. Und ich habe das dann hier draufgelegt und habe so ein bisschen geguckt. Das klebe ich ja mit ein bisschen Abstand oben ein. Das heißt, ich habe hier unten auch ein bisschen Abstand. Da habe ich nämlich noch genug Platz, um das dann auszustanzen. Aber da kommt es auf einen Millimeter auch nicht an. So sieht das Ganze jetzt aus und das habe ich jetzt diesmal hier auch so gestanzt, dass diese Ecke sehr viel weiter rüber geht als hier. Hier ist das gerade, hier geht das weiter hoch. Also da werde ich sicherlich eine Kleinigkeit dann auch noch gleich hinstempeln. Muss ich mir einen schönen Stempel aussuchen, vielleicht hier diesen kleinen Briefumschlag, den finde ich ja auch so niedlich. Ja, eine Info am Rande noch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hört in der Aufnahme oder ob die Kamera das rausfiltert. Falls du ein Schnarchen hörst, der Hund liegt neben mir. Ich habe angefangen, jetzt den mit in den Keller zu nehmen. Mein Arbeitsraum ist ja im Keller und das gefällt ihm mittlerweile auch ganz gut. Und dann liegt er hier neben mir im Körbchen und schnarcht gerade vor sich hin.
So, jetzt gestalte ich einmal den Hintergrund des Auflegers. Den habe ich ja hier ein bisschen gewischt. Und zwar gibt es neue Schablonen, Deko-Schablonen, viereckige Muster heißen die. Und das sind einmal diese tollen Schnörkel. Die finde ich jetzt am allerschönsten. Dann haben wir noch hier solche Rauten, dann haben wir noch kleine Dreiecke mit Punkten und, das finde ich auch ganz cool, diese kleinen Vierecke, die kann man dann so ein bisschen drehen und unterschiedlich übereinander legen. Man kann auch sowieso alle super miteinander kombinieren, aber also ich finde jetzt hier diese Schnörkel oder weiß ich gar nicht, wie man das nennt, richtig, Karo-Muster oder was, auf jeden Fall am schönsten. Und da kommt dann jetzt auch die In-Color mit ins Spiel, denn ich habe ja die Farbe hier nur im Juteband und halt in der Tinte beim Gewischten verwendet und sonst gar nicht. Und da fange ich jetzt in der Mitte an, ein bisschen zu wischen mit dem Pinsel, denn da klebe ich hinterher die Schreibmaschine drüber. Also wenn das jetzt da ein bisschen zu kräftig wird sozusagen, dann macht das nichts, da kommt noch was drüber und dann gehe ich hier einmal in so einem Schlenker rüber, über das Papier und lasse das dann zu den Seiten ein bisschen auslaufen, dass das da schwächer wird. Ja, das finde ich jetzt richtig schön, bin ich sehr zufrieden mit. Dann lasse ich es auch so. Wenn ich mit den Schablonen arbeite, habe ich gerne, ach, Stempelkissen brauche ich noch, habe ich gerne hier so ein feuchtes Tuch neben mir liegen und dann kann ich die gleich einmal abwischen. Du kannst das ansonsten auch natürlich unter fließendem Wasser machen. So, dann kommt der Spruch, dachte ich, schreib dir mal wieder. Das finde ich auch schön. Und jetzt, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, bei mir ist das so, jetzt wo es auf einmal so warm wird, der Sommer ist irgendwie da. Also ich habe das Gefühl, ich schalte insgesamt so zwei Gänge runter, mache alles irgendwie ein bisschen langsamer. Es ist wahrscheinlich die Temperatur einfach, die mich da ein bisschen ausbremst und nehme mir aber auch einfach ein bisschen mehr Zeit für solche Sachen. Und ja, wäre also eine gute Gelegenheit, jetzt auch so vor den Ferien vielleicht mal jemanden wieder anzuschreiben und sich eventuell auch zu verabreden, gemeinsam was zu machen. So, das Band, was ich benutzt habe, ist die Jute-Kordel in den neuen In-Color. Sowas finde ich ja auch immer sehr schön. Die hätte noch ein kleines bisschen feiner sein können für meinen Geschmack, aber okay. Ich will nicht schimpfen. Die binde ich jetzt einmal hier rum. Wenn du dich damit wohler fühlst, kannst du die hinten mit ein bisschen Klebeband fixieren, dann kann die nicht mehr wegrutschen. So, und dann klebe ich den Aufleger auch schon auf meine Grundkarte. Dafür nehme ich mal wieder diese doppelseitigen Klebebögen, damit ich das möglichst flächig oder damit die ein bisschen größer sind als die Dimensionals. Wenn ich so ein größeres Stück aufklebe, dann benutze ich die sehr gerne. So, ich schneide die mir dann einfach in etwas größere Stücke und die kommen dann hier hinten drauf. Und jetzt fixiere ich damit auch noch einmal das Juteband. Das heißt, ich klebe die ersten über dieses Band, damit sich da nichts lösen kann. So, ich habe jetzt gerade gesehen, dass die Kamera offensichtlich rausgezoomt hat. Also, da hat man gleich einen Eindruck, wie es in echt hier aussieht. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das schon so ist. Ich hoffe nicht so lange. Jetzt klebe ich auf jeden Fall den Aufleger einmal auf die Grundkarte. Dafür habe ich mich auch hingestellt, damit ich das richtig sehen kann von oben. Und dann habe ich noch so aus dem Pergament mit Buchstaben. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das gibt es im Moment nicht mehr. Das ist aus dem letzten Katalog. Wenn du das nicht mehr hast, kannst du einfach ganz normales Pergament oder irgendein anderes Effektpapier nehmen oder vielleicht Farbkarton in der jeweiligen In-Color-Farbe. Da habe ich auf jeden Fall diesen großen Zweig ausgestanzt, der auch aus den Stanzformen zu den wunderschönen Werken sind. Da sind ja zwei von diesen großen Zweigen und den habe ich genommen. Den klebe ich noch einmal mittig auf. Das mache ich mit doppelseitigem Klebeband. Da kommt einfach hier in die Mitte ein Streifen, da wo hinterher die Schreibmaschine sein wird. Ach, die habe ich noch gar nicht vorbereitet, fällt mir ein. So.
Und ich klebe dann den Zweig so auf, dass der hier rechts auch noch so ein bisschen rüber guckt, dass ich da möglichst viel von sehe. Und dann wird der da einfach fixiert. So, und den Rest, den erledigt gleich das Papier mit der Schreibmaschine. Da habe ich mir ein Stück Papier zurechtgeschnitten, das ist 8 x 7 cm groß. Das ist ein kleines bisschen groß. Ich schneide das zurecht, nachdem ich es gestempelt habe. So muss ich mir einfach keine Sorgen machen, ja, dass ich irgendwie aus Versehen doch daneben stempel. So, und dann habe ich 7 cm in der Breite, 8 in der Höhe. Und dann kommt als erstes die Schreibmaschine. Und dann habe ich mich bei der ersten Karte vertan und habe den Zettel ohne Eselsohr genommen. Der andere ist natürlich viel schöner. Also kommt jetzt dieses Mal, nehmen wir den Zettel mit Eselsohr. Zack. Und noch einmal für dich. So, und jetzt siehst du, dass hier noch ein bisschen Abstand ist zu den Rändern. Das schneide ich jetzt einfach noch ein kleines bisschen bei. So, und ich bin jetzt am Ende bei dem Maß von 6 x 7,4 cm. Das kannst du natürlich auch von Anfang an so schneiden. Dann musst du beim Stempeln einfach ein bisschen aufpassen. So, und das habe ich auch mit Dimensionals aufgeklebt, beziehungsweise ich nehme hier die letzten beiden Schaumstoffdinger, die ich noch habe. Und dann kommt die Schreibmaschine so ein bisschen schräg auch noch unter das Band und wird festgeklebt. Und die hält dann dieses Blatt aus Pergamentpapier also auch noch fest. Ja, so ist also so eine einfache, reduzierte Karte auch relativ schnell fertig. Und ja, ich finde die so richtig boho-mäßig. So, hier bin ich wieder richtig im Bild. Gefällt mir total gut und vielleicht ist es ja auch mal eine Idee für dich, so eine Karte zu gestalten. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß damit. Wenn du magst, sehen wir uns am Samstag zum nächsten Videohop, zum Supersamstag. Da wird es ein bisschen nostalgisch, denn wir basteln alle mit unserem ersten Stempelset. Huh, ich bin gespannt. Oder mit dem ersten, was wir noch haben oder an das wir uns vielleicht ganz intensiv erinnern. Da muss ich mal gucken. Ich habe die ersten Sets auch behalten und überlege schon, welches davon ich dann benutzen möchte. Also, freue ich mich, wenn du da auch reinschaust. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Tschüss!